Mein Dr. Albert auch manchmal, ne? Wir sind doch keine Blumen. Wobei, ich habe hier, als wir hier lang gefahren sind durch die Stadt und eure Werbung gesehen haben, es gibt hier einen Radiosender, der wirbt damit, dass bei seinem Programm sogar die Blumen tanzen. Das fand ich mir besonders abwegig. Wie gesagt, die Schwesternschülerin ist ein Fetisch, aber in unserem Fall war es nur Illusion. Denn wie fast immer ging sie am Patientenzimmer vorbei, direkt in das Zimmer des Chefarztes, denn deswegen ist sie Schwesternschülerin geworden. Und sie dachte, dort bekommt sie ihr Herz. Doch sie bekam nur einen Schlips aus Lorsch. Wer geht denn da? Was guckt denn da? Hervor an deinen Hals. Ein Schlips, wie ich noch nie sah, mit einem Mittelhals. Schlips aus Lust. Schlips aus Lust. Was ist denn das? Was soll denn das für Material sein? Lurchenleder ohne Spaß, riecht gut und trägt sich bei. Schlips aus Lurch, Schlips aus Lurch. Schlips aus Lurch. Was ist denn das? Was soll denn das für Material sein? Lurchenleder ohne Spaß, riecht gut und trägt sich bei. Schlips aus Lurch. Schlips aus Kröte! Dankeschön. Ja. Also wer all das alles nicht glaubt, dass das wahr ist, was wir hier erzählen, wir müssen nochmal darauf hinweisen, es stammt alles von einem russischen Dichter, der seine größten Erfolge in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben hat. Und seit kurzem gibt es natürlich auch wieder ein Buch über Pratajew, von Pratajew, mit Pratajew. Anekdoten über ihn, sein Werk. Ihr könnt das alles nachlesen. Es erscheint am 25., also in einer Woche. Ich habe es aber heute schon mit. Und wäre es heute eine Lesung, würde ich auch daraus vorlesen, aber es ist ein Konzert, deswegen kann ich nur singen. Und muss die Geschichte mir so ein bisschen ausdenken. Sie wollte diesen Schlips aus Lurch nicht, denn sie wollte ja das Herz des Chefarztes. Doch, wenn du den Schlips aus Lurch nicht willst, musst du eben das tun, was alle Frauen tun müssen in Russland. Du musst Wäsche waschen. Besonderes Vorkommnis. Und Wittgenstein wird hiermit zum schnellsten Akustikgitarristen von ganz Ostdeutschland. In aller Frühe am Meier sitzen die Frauen und sie waschen Wäsch. Zwei von ihnen tragen Zipfelmützen, das verbricht ziemlich frech. Sie sind betrunken. Oder schon wieder verbreitet ihnen der Bottich aus. Sie singen trotzdem Heimat wieder und gehen ohne Wäsche wieder am Haus. In
gerne früher im Weiher sitzen. Ich faul und sie waschen Wäsch. Zwei von jeden Tage Zipfel wünschen. Das ist wirklich ziemlich frech. Sie sind betrunken, doch oder schon wieder. So bleichelt ihnen der Bottich aus. Sie singen trotzdem Heimatlieder und gehen ohne Wäsche wieder nach Haus. Ohne Wäsche wieder nach Haus. Ohne Wäsche wieder nach Haus. Dein Töchterchen ist nicht so. Ich habe es gerade im Wirtshaus getroffen. Doch trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht wirklich. Trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht wirklich. Trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht wirklich. Trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht. Oh. Dein Töchterchen ist besser. Ich habe es gerade im Wirtshaus getroffen. Doch trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht wirklich. Trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht wirklich. Trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht wirklich. Trage ihr nichts nach, es geht ihr schlecht. Wirklich. Ja, doch, das Väterchen. Es war nicht so großzügig und ließ alles durchgehen, so wie wir das heute mit unseren Kindern machen, wenn sie abends weggehen und früh nicht nach Hause kommen. Dort in Russland wurden die jungen Mädchen und werden noch sehr hart bestraft. Meine Lieblingsstrafe war und ist das Strangulieren der Lieblingskatze. Tote Katzen im Wind. An einem Birkenbaum hat man sie hingehangen. Es war gar nicht so leicht, alle Katzen einzufangen. Viele kratzen und setzen sich zur Wehr. Doch zu guter Letzt halt es auch nichts mehr. Tote Katzen im Wind sind wie sie sind. Steif geworden und unansehnlich, doch so ist es für gewöhnlich. So ist das für gewöhnlich. Tote Katzen im Wind sind wie sie sind. Steif geworden und unansehnlich. Doch so ist das für gewöhnlich. Tote Katzen im Wind sind wie sie sind. Steif geworden und unansehnlich. Doch so ist das. Ja und alle! Tote Katzen im Wind sind wie sie sind. Steif geworden und unansehnlich, doch so ist das für gewöhnlich. Tote Katzen im Wind sind wie sie sind. Steif geworden und unansehnlich, doch so ist das für gewöhnlich. Jawohl.